ich da nochmal wieder zurückgehen. So, mein kleiner Input ist, handelt sich um den Modalsplit, Indikator für Fortschritte in der Verkehrswende mit einem Fragezeichen dahinter. Ja, man kann ihn verwenden, aber was eigentlich zeigt er und wofür kann man ihn benutzen? Die ersten Charts, da ich eure Hintergründe gesehen habe, werde ich sehr schnell durchgehen. Wo begegnen wir dem Modalsplit? Das ist eigentlich für Laien, die damit noch ganz wenig zu tun hatten. Hier ist eine Veröffentlichung des Umweltbundesamtes, geht doch. Da steht dann so ein Satz, schwankt der Anteil des Fußverkehrs zwischen 25% und 45%. Oder in dem Konzept, was Einfach Einsteigen vor kurzem veröffentlicht hat, wird auch darauf Bezug genommen. Bremen, Nahverkehrsanteil von nur 16%, VEP will auf 20%, Weserkurier, Kopenhagen-Eis-Index bezieht sich auch drauf, 25% Fahrrad in Bremen. Ist das viel? Ist es wenig? Soll es lieber weniger werden, mehr werden? Was steckt eigentlich hinter so einer Zahl? Und dann gibt es hier ein Dokument, das ist von wem ist das denn? Wisst ihr das? Das ist Fridays for Future, oder nicht? Gut, ist nicht das Konzept autofreie Stadt, Fridays for Future, was genau, letztes Jahr war? Das war, ja, das hatte Fridays for Future in 2019, 2020 gemacht. Und da ist zum Beispiel so eine Projektion. In den Zielen für 2030 steht dann ein komplettes Paket, 0% MIV, 30% Fußverkehr, Rad 40%, ÖPNV 30%. So, auch wieder schöne Zahlen. So, jetzt würde ich eigentlich gerne mal die Wunschfrage stellen, mal ganz schnell in diese Runde rein, welchen Modalsplit würden wir dann einfach mal so aus dem Bauch geschossen oder auch mit eurer Fachkenntnis im Hintergrund, welchen Modalsplit würdet ihr euch denn, würden wir uns denn vorstellen für 2030? Meine ganz schnelle Frage, mal in die Runde, für einen Fuß, werft mir ein paar Zahlen zu, ich schreibe dir den Mittelwert hier rein. Angelika, was sagst du für Fuß? 30%. Und wie viel willst du beim Rad haben? Auch 30%. Und bei ÖPNV? 15%. Und beim MIF? Den Rest. Den Rest, das sind 25. Mag noch jemand einen Zahlenwert geben? Bianca, sag du mal was. Ja, also ÖPNV ist viel zu wenig, Leute. Das sind wir ja jetzt schon. Wir wollen ja Offensive und Mobilität für alle. Das macht nur der ÖPNV natürlich. 20%. 20. Fuß? Da schließe ich mich Angelika an. Rad? Genau. 27. Und dann bleibt der Rest 47, 25, 72, 28 für den MIV. Maximilian, hast du Lust? Ja. Schieß mal. Mein Traum wäre 30, 30, 10. 30, weil 30, 10. Die Verdopplung beim ÖPNV auf keinen Fall zu Lasten von Fuß und Rad. Moment, 30, 30, 10 ist bei ÖPNV. 30, 30, 30, 30. Entschuldigung, 10. Genau, das habe ich eben nicht mitgekriegt. Mag ja noch jemand, sonst lassen wir die Zahlen einfach mal stehen. Okay, lassen wir sie erstmal stehen und ich benutze sie nachher mal, wenn wir in eine kleine Hochrechnung reingehen. So, Modalsplit, bitte ein kleines bisschen genauer. Also jetzt haben wir ja mit Prozentzahlen um uns geworfen. Ich habe mal mich an einer Definition versucht und das ist ja eine starke, kürze Definition, die darauf basiert aus Zukunft Mobilität und aus Wikipedia. Zukunft Mobilität ist ein Blog, der eigentlich ganz gute Sachen schreibt. Ich schicke euch ganz am Ende, die letzte Seite ist noch ein Literaturverzeichnis, wo die Quellen dann auch drinstehen, da kann man dann mal nachgucken. Kennt ihr aber, Modalsplit wird in der Statistik die Verteilung des Transportaufkommens auf verschiedene Verkehrsträger, die Modi, genannt. Eine andere gebräuchliche Bezeichnung ist die Verkehrsmittelwahl. Und Achtung, es gibt vielerlei Untersuchungen, die mit Modalsplits rauskommen. Da gibt es Zählungen, da gibt es Befragungen. Und die Vergleichbarkeit ist höchst eingeschränkt. Sie hängt nicht nur von der Methodik ab, wie diese Zahlen erhoben werden, sondern hängt auch ganz stark davon ab, ob ich eine Stadt mit einer Stadt vergleiche oder eine Stadt einer bestimmten Größenordnung mit einer Stadt der gleichen Größenordnung oder ob ich gar sowas
methodisch nicht Richtiges, wie eine Stadt mit einer Kleinstadt oder gar einer ländlichen Region zu vergleichen. Der Modalsplit kann für verschiedene verkehrliche Größen berechnet werden. Am geläufigsten ist einmal die Verkehrsleistung, die ich künftig in diesem Vortrag nur noch Verkehrsaufwand nennen werde. Das sind einfach die gefahrenen Kilometer mal Anzahl der Personen, die sich bewegt haben. Also das sind dann so und so viele Millionen oder Milliarden Personenkilometer in Deutschland, Bremen und so weiter. Also Verkehrsaufwand als Modalsplit Verkehrsaufwand. Und dann gibt es den Modalsplit Wege. Und der Weg, so ist die gängige Definition, Weg ist eine zweckgerichtete Ortsveränderung von Punkt A zu einem Ziel. Und es zählt, Achtung, nur das hauptsächliche Verkehrsmittel. Also, Angelika, ich weiß, dass du da auch immer darauf hinweist, der Fußweg zum ÖPNV, der vielleicht 300 Meter ist, der zählt gar nicht. Ich fahre da mit der Straßenbahn 4 Kilometer, das zählt als ÖPNV-Weg und die 300 Meter zum Arbeitsplatz oder wo ich hingehe, zählen auch nicht mit. Das ist die gängige Diskussion, die bei den üblichen Verkehrsstudien TU Dresden, SRV oder Mobilität in Deutschland verwendet wird. Aber es gibt auch andere Ansätze, die aber noch nicht so Mainstream sind. Und je nachdem, wie der Modalsplit berechnet wird, kann er sehr unterschiedlich ausfallen. So werden in Deutschland, jetzt sehe ich die Zahl dann nicht, weil ich irgendwas davor habe. So werden in Deutschland beispielsweise 22% aller Wege, das ist die letzte Untersuchung Mobilität in Deutschland, also 22% aller Wege zu Fuß zurückgelegt, aber nur 3% aller Personenkilometer. Also der Modalsplit-Verkehrsaufwand und Modalsplit-Wege sind sehr, sehr unterschiedliche Betrachtungsweisen. Kurz anhalten, Verständnisfragen oder kurze Ergänzungsaussagen an der Stelle? Oder? Ich wollte ganz gerne ergänzen, dass das, glaube ich, der Fokus nur auf die Art der Verkehrsmittelwahl das Bild absolut verzerrt und eigentlich viel mehr der Fokus auf das gelegt werden sollte, was du gerade erläutert hast, also auf die Kilometer zu legen. Und dann kann man nämlich nochmal gucken in puncto CO2-Einsparungen, an welchen Rädern man da nochmal drehen muss. Ja, gut, Bianca, okay. Kommen wir dazu. Bremen. Ist-Zustand, also Bremen nimmt ja seit 2008 an dieser Reihenuntersuchung Mobilität, diese SRV, Mobilität in Städten teil. Die wird seit den 70er Jahren quer durch Deutschland gemacht, in vielen Kommunen, aber auch in Landkreisen. Bremen ist seit 2008 dabei, sie wird alle 5 Jahre gemacht. Und aus der 2018er Erhebung ist dann im Jahre 2019 dieser Mobilitätssteckbrief für Bremen herausgekommen. Und Moment. Und wenn man jetzt mal da reingeht, sind viele Darstellungen drin, viele zusammengefasste Darstellungen, dann sieht man links Verkehrsmittelwahl, also Modalsplit Wege. Und schaut mal da, ihr seht mal einen Pfeil, das sind alle Wege, also nicht nur Binnenverkehr, das sind die Zahlen, die ich vorhin in der kleinen Tabelle hatte. Fuß 25, Rad 25, ÖPNV 15 und MIV 36%. Das sind gerundete Zahlen, deshalb passt es auf 1% nicht so genau zusammen. Und auf der rechten Seite sieht man dann die Kilometer pro Person und Tag. Und obwohl der MIV nur als 36% der so definierten Wege per MIV zurückgelegt werden, werden aber sehr viele mehr Kilometer mit dem MIV, nämlich 63% der zurückgelegten Kilometer mit dem MIV gemacht. Und bei Fuß, das hatte ich ja schon für Deutschland gesagt, in Bremen 25% der Wege sind Hauptverkehrsmittel Fuß, aber nur 4% der Kilometer werden gemacht. So, und beides hat sehr unterschiedliche Auswirkungen. Ich werde nachher auf das, was hinter diesem
Mobilitätssteckbrief steckt. Halt. Sorry. Da noch drauf eingehen. Dahinter steckt nämlich, kriege ich nicht geöffnet. Ihr seht hier unten, seht ihr, dass ihr fast nichts seht. Das soll eine Tabelle symbolisieren, die wollte ich eigentlich zeigen, kriege ich aber jetzt nicht hin. Hinter diesem Mobilitätssteckbrief steckt ein Tabellenband, der also sehr genau die Erhebungsdaten in großer Granularität wiedergibt. Und dieser Mobilitätssteckbrief ist, wie der Name schon sagt, halt hoch aggregiert. Ein Blick auf die Veränderung der Verkehrsmittelwahl in Bremen, also konsistentes Verfahren seit 2008 über diese SRV-Untersuchung. Man sieht, wir sehen, dass Fuß im Trend ein bisschen hochgegangen sein könnte. Die Zeitreihe ist natürlich verdammt kurz. Das Rad gleich geblieben ist, dass der ÖPNV vielleicht relativ ein bisschen was gewonnen hat. Und dass eine, vielleicht eine spürbare Veränderung sich beim MIV abzeichnet. Nun mögen da auch ganz andere politische Effekte noch eine Rolle spielen. Da kamen Krisen dazwischen. Ich würde mal sagen, selbst eine 10-prozentige Veränderung des MIV von 2008 bis 2018 ist wahrscheinlich statistisch noch nicht so super signifikant. Aber sie gibt vielleicht einen Trend wieder. Ich gucke ein bisschen auf die Zeit, dass ich um 10 nach 8 fertig bin. Eine kleine Hochrechnung. Und jetzt haltet euch fest. Jetzt muss ich nämlich nochmal diese stoppen. Und jetzt komme ich zu dem Kern, an dem ich mich ein wenig ausgetobt habe. Und wo ist er? Ihr könnt es sehen. Das muss ich ein bisschen verkleinern. Also ich habe praktisch, mein Anspruch war, ich wollte mal sehen, wenn man eine Zahl, nehmen wir das von Fridays for Future, wenn man anstatt 30% Fahrrad reinschreibt, ja, wir hätten aber gern 40%. Wie wirkt sich das dann aus auf diese Kennzahl Modalsplit, also Modalsplit-Wege, und wie wirkt sie sich aus letzten Endes auf den Verkehrsaufwand und wie wirkt sich so etwas letzten Endes aus auf das CO2, das im Verkehr dann weniger oder mehr produziert wird. Und deshalb führe ich euch jetzt durch diese Excel-Rechnung durch. Ich glaube, in der Geschwindigkeit, in der ich es mache, werdet ihr es nicht im Einzelnen nachvollziehen können. Es soll euch eher eine Idee geben. Und wenn man es mal nachvollziehen möchte, dann kann ich das gerne mal, aber dann brauchen wir vielleicht 1-2 Stunden, erläutern. Also, Punkt 1, dieser Mobilitätssteckbrief fasst die Aussagen zum Ist zusammen. Das Bild hatte ich euch ja schon gezeigt und der Tabellenband liefert Details für weiterreichende Überlegungen. Das Ziel ist Berechnung, wohin der Modalsplit realistisch entwickelt werden könnte und zu guter Letzt, welche CO2-Effekte dies hätte. Hier, Punkt 3, sind die detaillierten Istwerte für 2018 aus dem Tabellenwerk. Detailliert deshalb, weil hier schon die Wegelängen, das Ganze nach Wegelängen ein Stück differenziert ist. Also wenn ich die erste Zeile nehme, alle Wege bis 1 Kilometer ist der gemessene Fußanteil 67%, 20% Rad, der ÖV mit 2% und der MIV im Ist 2018 bei 11%. Und so für die anderen Wegekategorien, ihr seht logischerweise, kleiner Check, Fuß über 20 Kilometer, das findet relativ selten statt. Rad auch nicht sehr häufig, ein gewisser Anteil wird mit ÖV gemacht und wie wir es ja wissen, über die Pendlerströme der allergrößte Teil mit dem MIV. Das sind die Istwerte. Und nun, welche Verschiebungen vom MIV hin zum Umweltverbund möchten wir eigentlich realisiert sehen? Wir haben hier noch einmal auf dieser Seite die Istwerte
Und jetzt würde ich mal sagen, dass wir nur, um die Rechnung mal durchzuführen, sagen, okay, von den 11% MIV, die Wege bis zu 1 Kilometer zurücklegen, wie viel wollen wir denn davon in den Umweltverbund kriegen? Was schätzen wir realistisch ein? Vielleicht könnte man sagen, und ich gebe jetzt einfach mal Zahlen vor, dass ihr die Methodik seht, sagen wir, okay, es gibt Größenordnung 20% Leute, die schlecht zu Fuß sind oder die was zu transportieren haben und so weiter. Also sagen wir mal, von diesen bis 1 Kilometer seien, ich bin mal großzügig, noch 80% in den Umweltverbund zu schieben, dann bleiben von diesen MIV 11%, 2 verbleiben neu im MIV, aber die anderen 9% dieser Wege, die gehen an den Umweltverbund. Soweit klar? Ich sehe euch nicht deshalb. Ja, alles klar. Ja. Aus Schweigen folgerichtet, dass ihr entweder nicht mehr da seid oder ja. Okay. Und jetzt kann man ähnlich vorgehen. Ich gebe einfach mal Zahlen ein, dass wir uns da nicht so lange aufhalten. Wenn wir sagen, über 1 bis 3 Kilometer, Teufel, laufen ist gesund, gehen ist gesund, das wollen wir. Also da nehmen wir auch noch 60%, die, also laufen und Radfahren ist gesund, sagen wir 60% davon gehen auch noch in einen Umweltverbund. Oder ich würde sogar noch ein bisschen höher gehen, weil wir guten ÖPNV machen wollen, 70%. Und jetzt gehe ich einfach mal ein bisschen runter und sage, für die nächste Entfernungsgruppe 3 bis 5 Kilometer steigen 40% um, 5 bis 10 Kilometer steigen noch 20% um und bei 10 bis 20 Kilometer 10% und bei über 20 Kilometer auch noch 10%. Das sind jetzt willkürliche Zahlen. Ja. So, und dann sieht man, der MIV neu hat andere Anteile und natürlich der Umweltverbund hat auch andere Anteile. Nächster Schritt. Nun haben wir gesagt, welche Zugewinne der Umweltverbund hat. Das ist die Zahl hier. Wie viel davon geht bis 1 Kilometer in den Fußverkehr? Sagen wir, da geht 90% gehen zu Fuß, 5% fahren Fahrrad und die anderen 5% fahren mit dem öffentlichen Verkehr. Und das führen wir auch für alles durch. Eigentlich hätte ich Zahlen drin stehen lassen sollen. Wie mache ich es jetzt schnell? Ich gebe einfach mal Zahlen ein. Wir können nachher nochmal eine plausible Rechnung machen. Halt 1 bis 3 Kilometer, sagen wir mal 50%. 30% und 20%. Und geht nicht 20. Ich. Ja, die Verteilung brauchst du natürlich, um dann die CO2-Differenzen dann auch auszurechnen. Genau. Ich merke gerade, dass ich da hätte Zahlen drin stehen lassen sollen. So wird es ein bisschen schwerfällig. Ich würde jetzt einfach mal da abbrechen, nur sagen, über 20 Kilometer oder sagen wir mal von 10 bis 20 Kilometer würde ich jetzt mal sagen, es geht nichts in den Fuß rein, würde ich bei 0 lassen. Sagen wir hier aber mal 10 bis 20 Kilometer geht eine Menge ins Fahrrad rein. Mache ich einfach mal 50% oder vielleicht ein bisschen weniger, 30% und die restlichen 70% gehen in ÖPNV. Und bei über 20 Kilometer. Bitte? Nee, schon gut. Ich kriege gerade meinen Mikro nicht wieder aus. Ja. Und bei über 20 Kilometer gehen vielleicht noch 5% oder wenn es überhaupt so viel ist und die restlichen 95%. Die überhaupt auf den Umweltverbund umsteigen gehen, den ÖPNV. So, ich habe auf der rechten Seite mal angedeutet, welche Maßnahmen zu solcherlei Veränderungen führen können. Also bis 1 Kilometer Geh- und Radwege frei von Kfz und Fahrrädern, Fußwegenetz. Kannst du nicht jetzt das eine andere eben einfüllen bei 5 bis 10 Kilometer? Das ist ja jetzt nur noch eins. Fuß, da sagen wir 2%, Rad, sagen wir 60%
und ÖPNV bleiben noch irgendwie 38%. Gut, dann haben wir mal etwas. Gut, rechts seht ihr Maßnahmen, Beispiele für Maßnahmen, die für das jeweilige Wegesegment relevant sein könnten. Bis 1 Kilometer Geh- und Radwege frei von Kfz und Fahrrädern, gescheites Fußwegenetz, gute Erreichbarkeit der ÖPNV-Haltestellen und Parkraumbewirtschaftung, die halt wiederum auf freie Fuß- und Radwege hinwirkt. Und so bei 1 bis 3 Kilometer additiv dann kein Durchgangsverkehr durch die Innenstadt, bessere Ampelschaltung, sprich Vorrang für Umweltverbund. Dann 3 bis 5 Kilometer plus bessere Radwegverbindungen, 5 bis 10 Kilometer ÖPNV-Angebotserweiterung und ticketlos 365 Euro. 10 bis 20 Kilometer wohnortnahes Park and Ride, also die Leute, die vom Dorf in die zur nächsten Haltestelle vielleicht die 4 Kilometer oder 5 Kilometer dann doch mit dem Auto fahren oder mit dem Fahrrad und dann in ÖPNV steigen. Und über 20 Kilometer, das ist dann ÖPNV-Angebotserweiterung und Netzerweiterung. Nur als eine Idee, dass also diese Zahlen auch mit Maßnahmen hinterlegt werden können. Um solche begründeten Zahlen da einzutragen, müsste man eigentlich Expertenbefragungen machen. Es gibt die Wirkungsanalysen beim Streckenausbau von Bus und vom ÖPNV und es gibt auch Wirkungsanalysen für Radpremiumrouten. Solche Dinge müsste man zur Rate ziehen, um dann hier begründet was einzufüllen. So, jetzt hätten wir da gesagt, okay, wir haben also vom MIV Anteile, meinen wir, die können wir mit bestimmten Maßnahmen rüberschieben, den Umweltverbund, und sie verteilen sich, wie hier gezeigt. So, ein paar Minuten habe ich noch. Dann sieht der neue Modalsplit, Moment mal, ich mache das ein bisschen größer. Der Modalsplit Wege sieht so aus. Also man sieht, der MIV hätte dann deutlich abgenommen, was die Wegeanzahl angeht. Der ÖV hätte ein ganzes Stück dazu gewonnen. Der Radverkehr hätte ein Stück dazu gewonnen und der Fußverkehr auch. Anzahl Wege. Sieht eigentlich schon gar nicht so schlecht aus erstmal vom Bild. Nur was bedeutet das jetzt, wenn wir CO2 im Kopf haben und wir das Ganze nicht nur, aber auch aus Klimaschutzgründen machen? Deshalb, jetzt kommt der Modalsplit Verkehrsaufwand. Jetzt werden die Wegelängen dort reingerechnet. Auch dort liefert der Tabellenband Zahlen. Und die Wegekategorien oder die Wegekategorien sind hier aufgelistet, die in dem Tabellenband drin. Wenn ich jetzt zum Beispiel nehme Wege und ihn für die folgende Berechnung ist angesetzt, dass Wege zwischen 5 und 6 Kilometer im Durchschnitt 5,5 Kilometer lang sind. Wege zwischen 18 und 19 Kilometer, so die Annahme, sind 18,5 Kilometer lang. Das ist die beste Annahme, die man in der Statistik treffen kann. Und bei Wegen über 20 Kilometer ist die Annahme 40, die habe ich getroffen. Plausibilität kann man sicher darüber diskutieren. Ich habe so ein bisschen die Verteilung der Entfernung angeguckt, aber da hören die Daten dann auch irgendwann auf. So, also wir wissen, wie lange die Wege durchschnittlich sind. Und jetzt können wir sagen, wenn wir diese Wege einbeziehen, sieht der Verkehrsaufwand neu mit den obigen Zahlen so aus, dass der Verkehrsaufwand MIV von 63% auf 53% zwar zurückgegangen ist, aber okay, ist schon deutlich, aber lange nicht so drastisch, wie es in der obigen Darstellung der Verkehrsaufwand Wege gezeigt hat. Was den öffentlichen Verkehr angeht, ist also viel in den, eine ganze Menge deutlicher schon in den öffentlichen Verkehr reingegangen. Da sind praktisch 25 Prozentpunkte dazugekommen. Im Radbereich ist ein Stückchen dazugekommen und der Fußbereich ist auch ein Stück dazugekommen, aber bleibt immer noch sehr gering, bleibt marginal. Mit diesem Verkehrsaufwand, ich gucke auf die Zeit, ich habe nicht mehr lange,
mit diesem Verkehrsaufwand möchten wir nun auch noch die Verringerung des CO2-Ausstoßes abschätzen, um mal die Klimaeffekte grob fassen zu können. Und es gibt viele Zahlen. Wir kennen den durchschnittlichen CO2-Ausstoß der unterschiedlichen Verkehrsmittel je Personenkilometer. Also das ist schon, hat Riesenspannweite, die Schätzungen. Und ich habe, da bin ich noch nicht sehr weit gekommen. Ich habe aber mal Zahlen genommen, die sind vom Öko-Institut in Heidelberg und in Freiburg genommen. Und ich habe sie noch beim Umweltbundesamt gesehen. Also insofern, gewisse Plausibilität ist da. Aber ich würde mal schätzen, dass es Rough Order Magnitude, dass man bei ÖV und MIV je nach Stadt und je nach Ausprägung sicher eine Schwankungsbreite von vielleicht plus minus 30% hat. Also erheblich, erheblich. So, ich habe gerechnet dann ÖV pro Personenkilometer 35, weil es ein Mix aus Bus, Straßenbahn mit grünem Strom und Dieselvorortzug ist. MIV 127 ist aus einer UBA-Studie raus. So, und wenn man diese Werte reinfaltet in die Personenkilometer, kommt raus, dass wir 12% CO2-Ersparnis gegenüber der heutigen Situation hätten. Ich gehe nochmal zurück, ganz zurück. Wir haben im Modalsplit bei den Autos hier fast ein Drittel weggenommen. Wir haben eine ganze Menge auf Fuß und Rad und so weiter umgelagert, sodass eigentlich die Erwartung wäre, da passiert irgendwas Drastischeres im CO2. Es passiert aber nur 12%. Das heißt, man müsste eigentlich, wenn wir jetzt bei 2030 bei ich will keine Zahlen nennen, wenn wir bei 2030 drastisch weniger CO2 in diesem Segment, das CO2 in diesem Segment sehr verringern wollen, müssten wir noch viel drastischer an den MIV rangehen und die Verlagerung noch viel drastischer treiben, damit wir irgendwo von diesen 12% vielleicht auf 30, 40 oder so Prozent kommen. Und vielleicht noch ein kleines persönliches Wort dazu. Ich habe vor nicht allzu langen Jahren, 3, 4, 5 Jahren gedacht, Mensch, viel Fahrrad in der Stadt, alle mit dem Fahrrad fahren und das wäre doch klasse fürs Klima. Ich habe das mal simuliert, wenn in der Stadt ganz viele Leute mit dem Fahrrad fahren, das macht 1, 2, 3 Prozentpunkte auf CO2 aus, also die Wege zwischen 0 und 5 Kilometer. Das Fahrrad bringt erst deutlich was, wenn wir so die Entfernungsklasse 5 bis 10 und 10 bis 20 Kilometer, wenn es dort gelingt, Infrastruktur, Nutzungsgewohnheiten deutlich auf Fahrrad zu lenken. So, das war jetzt also ein Schweinsgalopp durch die Methodik, die ich da gemacht habe und die Zeit jetzt mal etwas überlegtere Werte einzugeben, haben wir nicht. Das habe ich schon befürchtet. Ich würde jetzt einfach mal hier erst wieder rausgehen und dann habe ich, glaube ich, noch 2 Folien. Die kleine Hochrechnung. Also, ich habe dann gewagt, ein paar Kernaussagen zu machen. Vorläufige, höchst vorläufig. Das Verkehrsmittel Fahrrad oder auch E-Fahrrad ist die dynamischste Größe in der Veränderung und wirkt unmittelbar auf den CO2-Ausstoß im Verkehr. Was soll dynamisch heißen? Dynamisch heißt, es geht mit relativ flotten Maßnahmen durchaus etwas zu erreichen. Also Maßnahmen, die planerisch und auch jetzt baurechtlich und so weiter nutzungsplanmäßig einfach nicht so lange dauern. Da lässt sich schnell etwas machen. Der Ausbau des Verkehrsmittels Fuß, das ist natürlich auch hochdynamisch, habe ich hier nicht geschrieben, schafft meiner Ansicht nach die Atmosphäre einer lebensreichen Stadt, also ein sehr positives Stadterleben für viele, wirkt aber eher mittelbar auf den CO2-Ausstoß, weil es halt nur die kurzen Wege sind. Fuß wirkt natürlich auf Gesundheit und so weiter.
Also aber nicht direkt so direkt auf CO2-Ausstoß. Hallo Wolfgang, also ich sehe noch die Excel-Tabelle. Ist es möglich, dass du auf die Folie zurück wolltest? Das ist ein guter Hinweis. Moment mal. Okay. Ich wollte eigentlich, das muss ich erst stoppen. Und den Bildschirm, da sind noch neue Menschen dazugekommen. Guck an. So, da bin ich bei den Kernaussagen. Genau, vorläufige Kernaussagen. So, und der Ausbau des ÖPNV, dritter Punkt, wirkt deutlich auf den CO2-Ausstoß, benötigt jedoch längere Zeiträume, Vorläufe für die Realisierung. Und dann habe ich nur noch, dann bin ich durch, Literaturquellen. Ich habe euch einen Haufen hingeschrieben. Es gibt drei Stück, die ich besonders eigentlich hier gelb bezeichnet haben wollte. Halt. Das werde ich euch noch machen, wenn ich die Folie rumschicke. Wenn jemand noch mehr verstehen möchte, die Problematik des so definierten Modalsplits, wo also die Wege, Angelika, was du sagtest, vom und zum Parkplatz, vom und zum ÖPNV nicht berücksichtigt werden. Da gibt es drei der Literaturstellen hier, wo man diesen Modalsplit auch mal in seiner Konstruktion und in seiner Problematik ein Stück versteht. Ich werde die noch kennzeichnen und habe das in der Präsentation auch. Und damit mache ich erstmal Schluss.